Also wir haben jetzt nach einer Doppel-Overtime gewonnen. Wir haben es relativ knapp gemacht. Ich glaube, wir hätten es auch früher entscheiden können. Ende hat uns die Freiwurfquote ein bisschen gekillt. Die hat mich auch über das ganze Spiel begleitet, eine schlechte Freiwurfquote. Aber am Ende haben wir es als Mannschaft nach Hause geholt. Die Halle war auch echt stark und die Bank auch. Zuallererst möchte ich meinem Team gratulieren. Ich bin wahnsinnig stolz auf das Team. Ich wusste, dass wir das Spiel holen, weil ich dem Team vertraue und weil ich wusste, was für ein Engagement wir zeigen werden und was für eine Energie wir zeigen werden. Die Double Overtime musste nicht sein. Wir haben viele Freiwürfe verfehlt, aber wir haben trotzdem als Team den Charakter gezeigt und sind zurückgekommen und haben trotzdem als Team gezeigt, dass wir auch nach 50 Minuten Spielzeit das Ding holen können, obwohl uns die Energie fehlt. Dieses Turnier ist lang, das Team war sehr physisch, auch Gratulation an das andere Team, das nach dem zweiten Spiel sehr, sehr energiereich gespielt hat und uns das Leben sehr schwer gemacht hat. Und das sollte uns auf jeden Fall, was die Freiwurfquote betrifft, eine Lehre sein, weil Freiwürfe sind enorm wichtig. Und noch einmal, das Team hat Charakter gezeigt und das war enorm wichtig für dieses Team und deswegen bin ich wahnsinnig stolz auf alle meine Spieler. Tak bol to náročný zápas. V obrane sme dobre bránili, vypomáhali sme si na clonách a v útoku sme hrali ako jeden tím a dali sme niektoré ťažké strely, ktoré nás potom ďalej ťahali v zápase. Určite zaujímavý zápas pre všetkých, aj divákov, double overtime. No bohužiaľ, neúspešným koncom pre nás, ale aj tak spokojnosť s bojovnosťou, s charakterom chlapcov. Takže vyhral možno šťastnejší, môžeme povedať, ale sme radi za takéto zápasy, kvôli tomu sme tu, takže všetko OK, ideme ďalej, tešíme sa na ďalšie.